Herr Kollege Till Mansmann für die Fraktion der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geehrte Kollegen von der AfD-Fraktion, Sie stören sich daran, dass deutsche Steuergelder möglicherweise für die Unterstützung von Staaten ausgegeben werden könnte, die diese Förderung im Grunde gar nicht benötigen, die möglicherweise sogar zur Verzerrung des globalen Wettbewerbs und zum Schaden der hiesigen Wirtschaft führen. Und darüber könnte man auch reden, aber das ist gar nicht die Intention Ihres Antrags gewesen, wie man deutlich gemerkt hat und wie man auch in Ihrem Antrag schon sieht. Und Herr Kollege Frohnmeier, Ihre Rede hat es ja noch viel deutlicher gezeigt. Ich zitiere aus Ihrer Begründung: Den eigenen Wohlstand zu erhalten und zu sichern sowie die hierfür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, muss primäres Interesse sein. Nein, da widerspreche ich Ihnen in aller Deutlichkeit. In aller Deutlichkeit. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, die Lebensumstände der Menschen weltweit zu verbessern, in der festen Überzeugung, dass am Ende davon alle profitieren. Und in der festen Überzeugung, dass wir nur so globale Probleme, und wir haben globale Probleme, angehen und lösen können. Wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit nicht vor einen nationalistischen Karren spannen. Und wenn Sie schon falsch herum auf diesem Pferd sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die richtige Richtung schauen, extrem niedrig. Das ist schade, weil wir hier mal darüber sprechen könnten, was im BMZ wirklich falsch läuft, auch hinsichtlich der Schwerpunktsetzung bei den Partnerländern. Also in dem Themenfeld, an dem Sie vermeintlich arbeiten, was Sie in Wirklichkeit gar nicht tun. Beginnen wir damit, dass das BMZ 6 Reformpartnerländer herausgesucht hat, die es mit finanziellen Mitteln deutlich besser ausstatten möchte als bisher. Das hat seinen Preis. Da die Mittel insgesamt immer noch sehr begrenzt sind, muss das Geld in anderen laufenden Projekten eingespart werden. Andererseits gibt es die neuen Projekte noch gar nicht richtig. Das BMZ stellt also Geld bereit und streicht Projekte zusammen an anderen Orten und sucht dann erst die neuen Verwendungsmöglichkeiten. Und so kann Entwicklungszusammenarbeit nicht effektiv funktionieren. Dazu kommt, dass die Least Developed Countries sträflich vernachlässigt werden. Dabei geht das Ministerium selbst auch viel zu national in die Sache heran. Beim BMZ ist das im Widerspruch zu der andauernden Beschwörung der Multilateralität, und da sind Sie in Ihrer Deutschtümelei wenigstens ehrlich von der AfD. Aber diese Multilateralitätsbeschwörungen des Ministers sind leider nur Lippenbekenntnisse. Deutschland hat sich den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, und diesen Gedanken sehen wir von der FDP-Fraktion als ganz globale Konsequenz aus vernünftigem ökonomischem Handeln und dem Umgang mit global begrenzten Ressourcen. Aber das gehetzte Themenhopping des Ministers, Textilbündnis, dann grüner Knopf, Lieferketten jetzt, dazu Finanztransaktionssteuer für Afrika, Zertifizierung von Rohstoffimporten, Mikroplastik in Shampoos, dieses Staccato von Entertainment-Tools in der Entwicklungszusammenarbeit, das ist in der politischen Kultur ziemlich genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das sollte nicht der Maßstab für gute Entwicklungszusammenarbeit sein. Gute Entwicklungszusammenarbeit wäre außerdem koordiniert und an einer Stelle gebündelt und nicht auf verschiedene Ministerien unkoordiniert aufgeteilt. Auf diese Ansätze sollten wir uns konzentrieren. Aber das spiegelt Ihr Antrag in keiner Weise wider, und deswegen werden auch wir den im Ausschuss gerne diskutieren, aber im Wesentlichen dann natürlich ablehnen. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Volker.